glaube, die Viecher fett verarschen. Wir kommen aber nicht, alles klar. Wie die einfach nicht kommen. Aber da kommen sie, weißt du? Warum kommen die denn nicht? Ihr seid doch solche. Wie soll ich das machen? Die kommen nicht und die töten mich ja innerhalb von binnen Sekunden. Oder ich mache sie einfach alle platt. Alles klar. Natürlich. Ihr seid so blöd. Ich bin auch blöd. Ich bin auch blöd. Ui, 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 alles gut. Ui, 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 ui. Gott, ist das eine Parcours-Schmotze. Ich weiß nicht, was es macht. Ich mach's an. Muss ich das jetzt überleben? Heilige Scheiße. Kommen ja immer mehr. Kann ich die platt machen? Ja klar. Wie viel sollen es denn noch sein? Digga, wie viel sollen es denn noch sein, Alter? Ja klar. Ich sowas hasse ich. Danke, Mauszeiger, dass du im Bild bist. So, solche Aufgaben hasse ich. Überlebe, bis es da ist. Das geht mir richtig. Das geht mir in jedem Game auf den Sack. Dann machen die das hier auch. Von daher sind es auch noch so arschkrantig viele. Du bist halt nirgendwo sicher vor denen, Alter. Das. Ich habe Absicht gemacht, dass du hier nirgends so hochklettern kannst. Das muss ich dann da auf die Kisten und dann auf den Fahrstuhl hoch. Ich komme wahrscheinlich da nicht mehr drauf, ne? Ja, eigentlich. Ich würde da safe drauf kommen, aber. Ja. Ja, ekelhaft. Aber auch jetzt der Fahrstuhl kein Dach hat. Natürlich. Wir sind hier. Befestige den Sendempfänger an dieser Antenne. Hallo, wir sind schon oben. Hier. Ich glaube, wir den mitnehmen.
Aha. Wie lange auch immer das dauern soll. Wild. Oh, die Aussicht von hier aus ist wunderschön. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Hat die nicht so gefunden. Hat ja nicht so gut funktioniert. Sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen, aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Und wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war, nicht nur in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Abfahrt! Wir waren jetzt echt schnell auf den Gebäude, als ich dachte. Ach, gönn doch die Runterfahrt. Die Slums, Teil 2. Schau mal, ein Zettel. Ein Außenwirtler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet! Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Achte auf Groß- und Kleinschreibung, wir sehen uns in der Bar. Der Code über das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. Hier ist Schloss für das Fenster. Der Code lautete. Es war ein H, glaube ich. Wieder. Falscher Schlüssel. Aha! Der Bar, wo war die scheiß Bar nochmal? Wo war denn die Bar? Help me, Error, wo war die Bar? Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. War die Bar unten oder war die Bar hier oben? Ich glaube, die Bar war unten. Das da drüben war ja bloß so eine Bücherei. Ne, so ein kleines. Ja, so ein kleiner Raum oder so. Ich glaube, die Bar war irgendwo hier hinten normalerweise. Scheiße. Ah! Da ist er. Huch. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Ja, okay, Mitarbeiter des Monats, September XX27. Willst du etwas? Nein. Nicht wirklich. Pat, pat. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Ich habe es fast geschafft. Hallo, hört mich jemand? Hallo, ja, ihr könnt mich hören. Wir sind aus den Slums, wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, du bist... Spitzer. Salbazar.
Momo. Fass es nicht. Ich bin froh, deine Stimme zu hören, Zalbata. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Pst. Wir sind in Sicherheit. Pst. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Pst. Pst. Hau doch drum ich nach. Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Pst. Sehr gefährlich. Pst. Zugs überall. Kanalisation wie? Hallo? Verdammt nochmal. Wir haben das Signal verloren. Ich weiß es nicht. Zalbata ist am Leben und die. Er und die anderen Außenhändler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums, aber wenn Zalbata das geschafft hat, muss es einen Weg geben. Hm? Leo, kommst du nicht vorbei? Dort wimmelt es von Zug. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Ja, aber ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Servus. Sein Vater Doc war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zugs. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Servus war seitdem nie mehr derselbe. Hört nicht auf Servus. Er hat nur Angst, so wie ihr sagt, wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu der Außenwelt. In einem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Servus. Komm schon, folge mir. Ja, habe ich übersetzt. Muss ich jetzt nicht mal übersetzen. Einmal. Putzt der immer noch? Okay, sicherlich angepisst. Sichtlich angepisst. Ach so, ja. Okay, das hatte ich schon. Komm schon, Seemos. Mach die Tür auf! Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten. Diese Situation ist ziemlich hart für Seemos. Er will nichts mehr von den Außenwärtern hören. Mir will er nicht helfen. Aber du! Ich glaube, ich habe eine Idee. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeige es auf. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das Geheimlabor kleiner Außenwärter. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Dankeschön. Schuss, wir gehen rein. Er ist ja gar nicht da. Ach doch. Was machst du denn hier? Ich hab dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Oh wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung, aber wo? Ich hab sonst nichts mehr.